Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Infinite Fusion. Wir sind hier in der nächsten Stadt angekommen, nach der letzten Folge. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns hier erstmal um. Ist ja eine Riesenstadt. Ist hier hinten nicht irgendwo eine Tür? Kommt man hier hinten nirgends mehr rein? Konnte man früher nicht hier irgendwo rein? Gibt es das jetzt nicht mehr? Hä? Okay, fies. Guck mal, nö. Man scheint nicht mehr irgendwo in die Häuser hin von hinten reinzukommen. Okay. Warum gibt es dann den Weg da hinten? Okay, dann nicht. Schauen wir uns mal um. Was ist denn das hier? Sie war noch nie außerhalb der Stadt. Nicht mal außerhalb der... Nicht mal in einer anderen Stadt? Das... Okay. Superpower. Nein, danke. Aber danke. Okay. Du, was willst du? Hier ist überall Team Rocket? Okay. Gut zu wissen. Was macht die? Oh, wo habe ich meine Pokébälle? Okay. Sie sind nicht mehr da. Gut. Hat sie jemand geklaut? Oh, irgendjemand verkauft nur Sachen für Trainer. Ach, das große Pokémon. Der große Pokémon-Markt wahrscheinlich. Was? Pokémon-Splicer? Er hat irgendwo Pokémon-Splicer in irgendeinen Abfall gelegt. Ah, dankeschön. Gratis. Wie, etwas ist aus dem Müll gesprungen. Okay, ein Pipi. Mit Smogon. Das macht es zu einer Giftfee. Was keine schlechte Typkombination ist, ne? Okay. Was hat das jetzt gesteigert? Okay. Ich hoffe mal, eigentlich sollte der Ruckzuck nicht reichen. Das ist ja noch im grünen Bereich. Nö. Wow. Ha, das war krass. Okay. Dann... Pokéball. Ich habe einen Liebesball. Vielleicht klappt das ja im Liebesball. Man kann nie wissen. Vielleicht brauche ich ja irgendwann ein Pipi. Oder ein Smogon. Ins Team nehmen werde ich die Fusion jetzt nicht, glaube ich. Aber naja. Ja, Giftfee. Cool. Okay. Dann gehen wir mal runter. Dass mir was aus dem Müll entgegenspringt, ne? Das habe ich auch noch nicht erlebt in Pokémon. Hi. Lieber süß oder starke Pokémon? Starke. Und ihr? Süße oder starke Pokémon? Was habt ihr lieber? Ich habe leider kein Evoli. Fies. Vor allem würde ich mein Evoli doch nicht dagegen eintauschen. Was ist denn das für ein blöder Tausch? Oh, ihr dürft nicht draußen spielen, weil die große Stadt zu gefährlich ist. Das kann ich nachvollziehen, aber so groß ist die Stadt jetzt nicht, ehrlich gesagt. Oh, du wirst eines Tages jedes Pokémon fangen. Herzlichen Glückwunsch. Aha. Na, wenn sie das sagt. Dann gehen wir mal wieder raus aus dem Haus. Ich hoffe ja, dass ich irgendwo das Evoli kriege, das man sonst in der Stadt bekommt. Oh, Mauzi bringt Geld nach Hause. Wem gehört wohl das Geld? Ich wünschte, meine Katzen würden mir Geld nach Hause bringen. Das wäre doch nett. Das wäre sehr nett. Oh, du bist der Game Creator, okay. Herzlichen Glückwunsch, auf Wiedersehen. Glaube ich. Oh, hallo. Bounce, ist das Sprungfeder oder sowas? So. Vakuumwelle. Oh, das ist eine coole Attacke. Vakuumwelle ist wirklich cool. Für Lucario zum Beispiel. Oh, ich bin ganz oben. Oh, cool. Guckt euch das mal an. Interessant. Und gruselig. Hey, fass das nicht an. Das ist mein Pokéball. Das ist mein Evoli da drin. Ich muss es hier lassen, weil ich immer arbeite. Aber es wird hier ganz schön einsam. Und es bekommt nicht viel Training. Ich bin immer nur so beschäftigt. Ich wünschte, ich könnte mehr Zeit damit verbringen. Hey, würdest du mit meinem Evoli spazieren gehen? Okay. Okay, lauf mit ihm durch die Stadt und bring es zurück, wenn es müde ist. Okay.
Evoli und ich machen einen Ausflug. Yay! Wuhu. Kann ich jetzt dem Typ das Evoli tauschen? Wer das spielt? Komm, Evoli, wir gehen ein bisschen durch die Stadt laufen. Okay. Die Spielhalle ist anscheinend schlecht für den Ruf der Stadt. Okay. Aha, kommt man da wirklich nach unten? Unterirdisch? Interessant. So, hi. Ja, sehr aktiv ist Team Rocket bei euch. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen Sorgen macht. Okay. Oh, er wollte alle Pokémon fangen. Und dann kam die Fusion. Dam, dam. Die würde ich auch nicht alle fangen wollen. Okay. Aha. Die wollen anscheinend Zeug von mir kaufen, wenn ich es finde. Gut zu wissen. Werde ich mir merken. Danke. Evoli. Evoli freut sich. Cool. Ja, toll. So ein Pokémon will ich auch, das Gift atmet, wenn es wütend ist. Ja, anscheinend sind die unten in der Kanalisation, Team Rocket und so. Die Stadt sieht ein bisschen... Oh, Drattini. Oh. Ach, okay. Er hat es mit den Spielmünzen gekauft. Okay. Habe ich früher auch immer gemacht. Okay, das ist, was ist das, Ruheort? Ich glaube. Gut. Warte, die Universität. Hm, der Name kommt mir bekannt vor, aber woher? Okay, das Sofa ist ein bisschen ungünstig positioniert, wenn man hier drauf auf den Fernseher gucken will, oder? Kriegt man da nicht eine Nackenstarre? Außer man legt sich aufs Sofa. Aber selbst dann ist es doch so blöd verschoben. Ach, mit dem habe ich schon geredet. Da ist ein Brunnen mit einem Schild. Außer, das war nichts Interessantes. Ach, das ist der Name von der Stadt. Und die haben hier eine Universität? Nee, das ist nur der Pokémon-Markt. Das ist ja nicht spannend. Hi! Okay. Die Kanalisation ist wohl trockengelegt auch noch. Interessant. Rocket Spielhalle. Na, das ist aber ein zufälliger Name. Okay. Ja gut. Spielhalle wie immer, ne? Dann gehen wir mal. Ich habe nämlich noch nichts, um hier mitzuspielen. Boah, ist die Stadt groß! Schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Erika. Ich bin die Arenaleiterin der Arena hier. Die Kanalisation wurde ziemlich ausgetrocknet in letzter Zeit. Meine Blumen fangen an zu verwelken. Ich hoffe, das wird sich bald wieder ergeben. Okay. Oh, Evoli wird müde. Na gut. Dann gehen wir mal zurück, Evoli. Bring dich nach Hause, wenn ich wüsste, welches dein Haus war. Ich glaube, das hinterste, oder? Das hier. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht darf ich es ja jetzt behalten. Darf ich Evoli behalten? Das ist nicht. Ja, Evoli, chill. Ich weiß nicht, welches dein Zuhause ist. Sag mir doch einfach, wo du wohnst. Hier? Ich glaube, hier. Okay. Keine Sorge, Evoli. Hallo. Oh, du bist zurück. Hat Evoli der Ausflug gefallen? Oh, es scheint dich wirklich zu mögen. Weißt du was? Warum behältst du es nicht? Ich habe eh nicht genug Zeit, mich darum zu kümmern. Und es wäre sehr viel glücklicher bei dir. Komm einfach mal hin und wieder vorbei, damit ich es sehen kann. Dankeschön. Cool. Danke. Und da habe ich mein Evoli bekommen. Das ist doch mal was. Jetzt müssen wir uns überlegen, mit was wir es fusionieren und in was sich das Evoli überhaupt entwickelt. Fragen über Fragen. Nicht leicht zu beantworten alles. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Okay. Ach, das ist ein Café. Aha. Gut. Eigentlich möchte ich das nicht, aber gut, zu wissen. Hallo. Ah. Ja, okay, sie würde gegen Böse kämpfen, wenn sie gute Pokémon hätte.
Ach, diese Stadt ist viel zu groß. Ich weiß, wie man sich als Pokémon fühlt. Ich habe Pokémon Mystery Dungeon gespielt. Was würde ich studieren? Ich will Pokémon. Doch, ich will Pokémon studieren. Ich will Pokémon. Das wäre cool. Ich würde gerne Pokémon studieren. Das wäre sicher cool. Da wäre ich sicher gut drin. Ah, das ist ja super. Hier geht es einfach nirgendwo hin. Oh, okay. Verstecktes Item. Sehr nett. Dankeschön. Peace. Wo geht's denn hier hinten hin? Was ist das hier? Warum ist es da? Okay. Gut. Ich hoffe, ich habe alle Items gefunden, die hier versteckt waren. Finde ich jetzt nicht nett, dass die hier so versteckt waren, aber okay. Wir gehen mal hoch und gucken uns die Quests für diese Stadt an, würde ich sagen. Hi. Ein Pokémon. Restaurant will er aufmachen. Okay. Nein, nein! Nein! Was? Der will, dass ich ihm einen von meinem Pokémon gebe, dass er dann zu einem Essen verkochen kann. Sonst habe ich das richtig gelesen. Okay. Okay. Soll ich ihm meinen Tic-Tac geben? Ist das gemein? Vielleicht habe ich das ja nicht richtig verstanden. Vielleicht will er sich nur von den Pokémon inspirieren lassen. Bestimmt will er das. Er will nicht das Pokémon essen. Oh, das geht nicht. Okay. Fies, warum willst du nicht mein Dicta essen? Hallo? Ihr Mann ist letztens gestorben. Er war Pokémon-Trainer. Er hat diesen Brief da gelassen. Ah. Okay, ich muss irgendeine Glocke läuten, wenn es die richtige Zeit ist, die geheime Passage zu enthüllen, wo ich meinen wertvollsten Schatz versteckt habe. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich soll das... ich soll seinen wertvollsten Schatz wohl einem Trainer wie dir geben. Willst du herausfinden, was das bedeutet? Okay. Okay. Die Glocke. Gab es nicht am Pokémon-Turm eine Glocke, die ich läuten kann? Wahrscheinlich meint er die. Ah, ich will ein Omelette machen. Findest du ein Ei für mich? Okay. Nein, nein! Ich gebe ganz sicher nicht mein Höhenei. Ah, ah, nee, nee, nee. Sie will daraus ein Omelette machen aus dem Pokémon-Ei, sonst geht's ja aber noch ganz gut. Was ist los mit ihr? Ein Omelette aus einem Pokémon-Ei. Das ist eine gute Idee. Hier ist die Arena. Hi. Diese Arena ist sehr toll. Sie ist voll mit sexy Frauen. Yay. Die Tür ist zu, okay. Okay, aber wie sorge ich dafür, dass die Story weitergeht? Hm. Hi! Berühre nicht das Poster da drüben. Es ist auch kein geheimer Schalter dahinter. Miri toucht das Poster. Es ist da nichts. Nein! Er hat die Wahrheit gesagt. Was? Habe ich dir doch gesagt, dass da nichts hinter dem Poster ist? Sei nicht so überrascht. Fies! Fies! Nein! Die sind wirklich in der Kanalisation. Aber wie komme ich da hin? Was sagt der? Okay, er wartet auf ein paar Leute. In dem Haus hier war ich noch nicht. Hi! Okay, sehr verschmutzt die Stadt. Na, das ist super. Hier irgendwelche Gratis-Sachen für mich. Okay, ihr Freund schaut wohl die ganze Zeit Football im Fernsehen mit seinem Maschok. Gut. Gutes Problem. Tja, vielleicht hier, wo man die Preise einlösen kann, vielleicht finden wir hier... Ne. Nö, gibt's nichts. Hm.
Das ist ein Mülleimer. Ist da irgendwas drin? Nö. Tja. Tja. Vielleicht muss ich erst das Getränk kaufen und dann weitergehen. Oh, hier unten ist schon ein Getränkeautomat, den ich nicht berühren kann. Gut, dankeschön. Oh nein, hier kann man nicht so einfach die Treppen hochlaufen. Hier muss man die ganze Zeit im Kreis laufen. Hä? Oh nein, schlüpft das Ei. Ja! Ist es ein Manaphy? Nein! Nein! Was ist das? Ich hätte ihr doch das Ei. Ich hätte ihr doch das Ei geben sollen zum Essen. Fies. Was will ich denn da? Oh cool, hier liegen Steine. Leute, wir können Pikachu entwickeln. Und ich kaufe mir was zu trinken. Limonade. Ich hoffe, das ist okay für den Typ. So. Oder vielleicht kaufen wir noch zur Sicherheit ein Wasser, falls er lieber ein Wasser will. Keine Ahnung. Was kann man da kaufen? Okay. Dann werden wir jetzt Pikachu entwickeln. Da nicht. Wo ist es denn? Donnerstein. Ja! Ja, ja, ein Raichu, endlich! Mal gucken, ob es besser aussieht als das Pikachu. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Na gut. Es sieht ein bisschen besser aus als das Pikachu, finde ich. Okay. Die Farbkombination ist interessant. Okay. Ich kann damit leben. Vielleicht fusionieren wir irgendwann mal Raichu noch mit was anderem als mit dem Smetbo. Man kann ja immer alles entfusionieren. Vielleicht, vielleicht. Mal gucken. Boah, ist das hier riesig. Ich fand das gut, dass sie da die Items draußen hingelegt haben. Dass man sehen konnte, was die verkaufen. Hier überall. Das ist sehr praktisch, weil sonst bin ich immer verwirrt, weil ich nicht weiß, was die verkaufen. Weil ich mir das nicht merken kann, die Reihenfolge. Aber das hier ist echt praktisch. So. Theoretisch, da es ja anscheinend da drüben nicht weitergeht, müssen wir hier rüber in die nächste Stadt, oder? Entschuldigung. Oh nein, an der komme ich nicht vorbei. Okay. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weitergeht und was uns so erwartet, vor allem in der Kanalisation mit Team Rocket, was mir ein bisschen Sorgen macht, dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.